Warum sage ich das jetzt mit so einer Sicherheit, dass Luther nicht gerettet war? Nun, hier ist das Ding. Kann ich das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen? Nein, denn ich habe mit Luther natürlich nie von Angesicht zu Angesicht geredet. Ich kann es also nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber wir haben natürlich einige Texte, einige Schriften von Luther, in denen wir eben seine Theologie nachlesen können. Und ich möchte dir einfach zitieren, was Luther geschrieben hat in dem Buch von den Juden und seinen Lügen. Und falls du dich jetzt fragst, aber Anselm, hast du es überhaupt gelesen, das Buch? Ja, ich habe es gelesen, es war ein ziemlich gutes Buch. Aber es gibt ein paar Stellen, die das Buch einfach kaputt machen. Zum Beispiel dann, wenn Luther von der Taufe schreibt. Und er hat Folgendes geschrieben. Ebenso empfangen bei uns die Kinder die ganze rechte, völlige Taufe, das Wort mit dem Zeichen und scheiden es nicht voneinander, kriegen den Kern in der Hülse. Gott ist da, der sie tauft und mit ihnen redet und sie dadurch selig macht. Also laut diesem Zitat aus von den Juden und ihren Lügen hat Luther geglaubt, dass Gott jemanden selig macht, also rettet durch die Taufe. Er schreibt, Gott ist da, der sie tauft und mit ihnen redet und sie dadurch selig macht. Also er macht die Kinder, ja, es geht hier um Kindertaufe sogar, was natürlich sowieso komplett unbiblisch ist. Es geht hier um die Kindertaufe und Gott macht sie dadurch selig, dass er sie eben tauft. Also wodurch wird jemand selig, wodurch wird jemand gerettet, laut Luther, laut diesem Zitat, durch die Taufe. Nun, man könnte zu Recht sagen, dass dieses Zitat vielleicht nicht so eindeutig ist, aber dann lass uns einfach lesen, was Luther geschrieben hat im kleinen Katechismus im sogenannten vierten Hauptstück. Da schreibt er über die Taufe, sie wirkt Vergebung der Sünden. Also die Taufe, ja, über die Taufe schreibt er, sie wirkt Vergebung der Sünden. Erlöst vom Tode und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte und Verheißungen Gottes lauten. Also laut Luther wirkt die Taufe Vergebung der Sünden. Und er schreibt natürlich auch, dass die Taufe die ewige Seligkeit allen gibt, die es glauben. Also ja, du musst halt dran glauben, aber letzten Endes ist es, was dich rettet, es ist die Taufe. Das ist, was hier eindeutig daraus hervorgeht. Sie wirkt Vergebung der Sünden. Erlöst vom Tode und Teufel, schreibt er über die Taufe. Das ist komplette Irrlehre, das ist ein falsches Evangelium und deswegen sage ich, dass Luther nicht gerettet war. Ich meine, das ist der einzige Schluss, den ich daraus ziehen kann, dass Luther ein falsches Evangelium gepredigt hat. Glaube plus Werke. Also ja, du musst natürlich dran glauben, aber du brauchst die Taufe, um selig zu werden, um gerettet zu werden. Die Taufe wird dich erlösen vom Tode und vom Teufel. Und genauso wie die Katholiken verdreht Luther Markus Kapitel 16, Vers 16. Und da sehen wir einfach, das ist einfach eines der vielen Beispiele dafür, dass Luther natürlich immer noch Katholik war. Er war halt Protestant, er hat gegen die katholische Kirche protestiert. Er war mit einigen nicht einverstanden, zu Recht, aber er war immer noch Katholik. Steckte immer noch fest in vielen falschen, verderblichen Irrlehren. Und er verdreht Markus 16, Vers 16, wo es heißt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Ha, siehst du, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Du musst dich taufen lassen, um gerettet zu werden. Aber der Vers geht weiter. Der Vers sagt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also laut der Bibel, was ist der Grund, warum jemand verdammt wird? Was ist der Grund, warum jemand in die Hölle kommt? Da sagt die Bibel, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Der Grund, warum jemand in die Hölle kommt, ist, weil er ganz einfach nicht geglaubt hat. Nicht, weil er nicht getauft war. Also wenn wir den ganzen Vers lesen und nicht irgendwie verdrehen, dann lehrt dieser Vers, dass man letzten Endes natürlich gerettet wird, nicht verdammt wird, indem man was tut? Glaubt. Nun, ist die Taufe wichtig? Soll sich ein wiedergeborener Christ taufen lassen? Natürlich, das ist ein Befehl Gottes, es ist wichtig. Und das ist einer der Gründe, warum es hier heißt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Denn im Optimalfall würde jemand einfach am selben Tag, möglichst sofort, nachdem er sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, gerettet ist, würde er noch am selben Tag getauft werden. Das im Optimalfall. Das ist aber nicht immer der Fall natürlich. Ich meine, wir sehen so Fälle wie zum Beispiel den Kämmerer aus Äthiopien, der von Philippus getauft wurde am selben Tag, als er gerettet wurde. Wir sehen aber auch Fälle wie den Dieb am Kreuz, der einfach nur gesagt hat, Herr, gedenke meiner, wenn du in deinem Reich kommst. Und was sagt Jesus? Heute wirst du mit mir im Paradies sein, ohne dass er getauft wurde. Aber Markus 16, Vers 16, wenn wir den Vers einfach lesen, wenn wir die Bibel lesen und nicht verdrehen, dann lehrt dieser Vers natürlich, dass man gerettet wird durch den Glauben allein, ohne irgendwelche guten Werke. Überraschung. Aber genauso wie die Katholiken, weil Luther natürlich Katholik war, genau genommen, verdreht er Markus 16, Vers 16, um zu lehren, dass man eben getauft werden muss, um gerettet zu werden.